In einer Zeit, die von Einschränkungen bestimmt ist, sehnen sich besonders die Jugendlichen nach Freiheit, Partys und Freunden. Schon seit über einem Jahr gibt es das normale Jugendleben nicht mehr. Die Schulen sind zu, Konzerte abgesagt, Partys regelrecht verboten. Das trifft die Jugend schwer. Wenn man so abgelegen lebt wie Christine, ist jeder Kontakt mittlerweile eine Seltenheit. Am Anfang waren wir sicher alle froh, dass wir 2 Wochen keine Schule haben würden, weil es hatte am Anfang geheißen, 2 Wochen keine Schule und dann dürfen wir wieder. Dann war es bis Ostern und nach Ostern haben wir, glaube ich, verstanden, dass das ist letztes Schuljahr nicht mehr normal geben wird oder dass es nicht normal enden wird. So ähnlich sieht das auch Roger Pücher. Pücher ist Primar des Psychiatrischen Dienstes Brixen, Koordinator des Netzwerks für psychische Gesundheit Südtirol im Sanitätsbetrieb und auch im Netzwerk PsyHelp Covid-19 tätig. Es ist sicher so, dass am Anfang die Krise so gedacht war, dass sie kurz dauert. Kurzer Lockdown, 3 Wochen und dann schaffen wir es schon. Und da waren natürlich die Kleinkinder und die Schließung der Grundschule und der Kindergärten das große Problem für die betreuenden Eltern. Je länger die Krise dauert, desto schwerer wiegt sie eigentlich für die Jugendlichen und für die Unistudenten, für diejenigen, die eigentlich in unserer Gesellschaft sozusagen das Ferment sind, die sich vermischen wollen, vermischen sollen, die zusammenkommen sollen, neue Erfahrungen machen, die natürlich auch Partnersuche betreiben, die in der Peer Group, also in der Gruppe der Gleichaltrigen, ihre Positionen ausfechten, die beruflich voranschreiten wollen. Alles das findet jetzt extrem behindert statt. Christine ist eigentlich immer beschäftigt. Sie spielt Querflöte in der Musikkapelle, singt im Chor, arbeitet begeistert beim Weißen Kreuz mit. Nun ist all dies nicht mehr möglich. Die Konstanz eines regulären Tages fehlt einfach. Nur die Schule ist noch verpflichtend. Die soziale Isolation belastet mich wirklich sehr, weil ich lebe wirklich abgeschieden von meinen ganzen Freunden, also von meinen wichtigsten Freunden, die alle um die 30 Kilometer weg wohnen von mir. Also man merkt schon, dass einem einfach die soziale Komponente fehlt. Logisch, man kann telefonieren, man kann schreiben, man kann Videochatten. Manchen fällt es leicht, diese Situation zu bewältigen, anderen fällt es schwerer. Studien aus Deutschland zeigen einen nachweisbaren Anstieg psychischer Probleme bei Jugendlichen. Hatten vor der Pandemie noch ca. 10% der Jugendlichen psychische Probleme, so waren es Mitte 2020 bereits 18%. Vor allem Angstzustände nehmen zu. Also in Südtirol ist das so, dass ca. 20-30% mehr Patienten in Behandlung sind oder geraten sind als in den Jahren zuvor. Und wir haben ein paar Daten von der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bozen, die auch darauf hinweisen, dass zunächst mal 30% weniger Patienten da waren im Lockdown. Da waren weniger Kontakte, kein Bedarf und so weiter. Man hat sich auch ganz hart auf den Abwehrkampf gegen das Virus konzentriert. Und danach sind die Kontakte wieder angestiegen, um ca. 30%. Das heißt, ich glaube, dass der Bedarf an psychologischer Betreuung, auch an psychiatrischer Behandlung dann, eigentlich zunimmt durch die Krise. Das ist kein Glauben, das wissen wir. Und die Notlage im Psychosozialen hinkt ein bisschen hinter der medizinischen her, aber wird lang und viel länger dauern. Weil die wird angefeuert durch die finanziellen und ökonomischen Schwierigkeiten. Die wird angefeuert durch jugendlichen Arbeitslosigkeit, durch Ausbildungsschwierigkeiten, durch die Schwierigkeiten, sich frei zu bewegen in ganz Europa. Das alles geht ja jetzt nicht mehr und schmälert die Chancen und Aussichten für unsere Jugendlichen. Das müssen die erst verdauen. Das werden sie auch verdauen. Die Situation mag aussichtslos erscheinen. Trotzdem sind wir ihr nicht hilflos ausgeliefert. Psychische Probleme und Angstzustände lassen sich oft mit einfachen Tricks und Gewohnheiten bekämpfen. Also das ist ohnehin die Hauptbotschaft, die wir streuen müssen. Was kann denn der Jugendliche für sich selbst tun und was können die Jugendlichen füreinander tun, sich gegenseitig tun? Was ich selbst immer tun kann, wenn ich erschöpft bin, so ins Depressive gehe, ich kann mehr Sport betreiben. Eine halbe Stunde Ausdauersport täglich, möglichst früh am Morgen, verbunden möglichst mit frühem Aufstehen. Also wenn ich eine halbe Stunde früher oder eine ganze Stunde früher aufstehe als üblicherweise, das ist beides natürlich antidepressiv.
Es gibt aber natürlich auch Jugendliche, die auf die Krise mit vermehrtem Stress und Angstzuständen reagieren. Auch für sie hat Roger Pücher einen Tipp. Wenn ich eher in die Aufregung und Angst komme, dann brauche ich Beruhigungsstrategien. Und Beruhigungsstrategien, das geht in die Richtung von Meditation. Das Beste, was es gibt, ist, ich schließe die Augen für 5 Minuten, ich werde ganz ruhig und ich fange dann an, meine eigene Atmung zu beobachten, wie die von alleine ein- und auszieht. Das rhythmisiert den Körper, das beruhigt den Körper, das macht mich wieder sicher und dann kann ich in gewisser Weise Ruhe und Kraft schöpfen. Natürlich behalten auch bekannte, allgemeingültige Strategien für das Glücklichsein ihre Wirkung. Die dritte große Strategie, die gute Strategie, ist Ablenkungsstrategie. Lassen wir uns doch dafür belohnen, dass wir diese Krise weitgehend schaffen. Immer wieder Angenehmes einbauen. Ablenkung ist, wenn ich natürlich Kontakte habe mit Menschen, auch mit Tieren klarerweise, wenn ich meine Hobbys pflegen kann, wenn ich Angenehmes esse, wenn ich Angenehmes trinke, muss nicht immer Alkohol sein, es gibt auch andere angenehme Getränke. Und wenn ich in gewisser Weise ausspanne, was uns sehr beruhigt, sind auch Düfte, Waldduft. Also wir sollten in die Natur hinein, damit die uns hilft, zur Ruhe zu kommen. Das sind gute, hilfreiche Strategien. Die Landleute haben es viel besser als die Leute in der Stadt diesbezüglich. Natürlich hat das Landleben aber auch seine Nachteile. Christine wohnt in Lappach im Mühlwalder Tal. Vielen, die wie Christine weit weg von ihren Freunden wohnen, fällt es umso schwerer, soziale Kontakte zu pflegen. Eine riesige Rolle spielt die Aussetzung des Präsenzunterrichts. So kommt Christine nicht mal wegen der Schule aus ihrem Dorf heraus und mit ihren Freunden zusammen. Ich glaube, der Nachteil ist, dass man alleine zu Hause sitzt und nicht mit seinen Mitschülern reden kann. Man kann nicht mal ganz kurz einen kleinen Kommentar abgeben oder schwätzen oder auch in der Pause hin und her gehen. Und ja, ich glaube, die soziale Komponente ist das, was am meisten fehlt. Die Schule ist die Hauptbeschäftigung der Jugendlichen und prägt ihr soziales Leben. Sie beschränkt sich zurzeit auf digitale Kontakte, die Übermittlung von Arbeitsaufträgen und einsames Lernen und Arbeiten zu Hause. So macht Schule keinen Spaß. Auch die schulischen Leistungen leiden. Die Leistung sinkt, eigenartigerweise werden aber die Noten höher. Die Seriosität der Bewertungen wird in Frage gestellt, Überprüfungen sind nur mehr auf Vertrauensbasis möglich. Grundsätzlich denke ich mir, sind die Inhalte einfach reduziert worden in allen Fächern und die Erarbeitung dieser Inhalte, die ist oberflächlicher geworden. Ja. Und bei Überprüfungen natürlich hat man auch dann nicht alles verlangen können, was man vielleicht vor Jahre vorher verlangt hat. Und deswegen, trotz der höheren Noten, glaube ich schon, ist durchschnittlich ist weniger Inhalt da. Bedeutet weniger Inhalt, dass die Jugendlichen schlechter auf einen Beruf oder ein Studium vorbereitet sind, also bildungsmäßig Defizite aufweisen? Das können auch die Jugendlichen nicht wirklich wollen. Hier hat sich im Laufe des letzten Jahres auch einiges verändert. Im letzten Jahr, da sah ich natürlich überall die Probleme, die können zusammenarbeiten, die können schwindeln, die können Internetseiten verwenden für die Überprüfungen. Dieses Jahr vielleicht hat man etwas an den Methoden gefeilt und auch sonst grundsätzlich bin ich gelassener geworden und ich denke mir auch, kann es zwar sein, dass ich da naiv bin, aber ich denke mir auch, dass die Schüler jetzt wissen, dass es nicht mehr darum geht, jetzt sich etwas zu erschwindeln, sondern dass das einfach Inhalte auch sind, die sie sich aneignen müssen und die sie sich dann auch aneignen. Und sie nehmen vielleicht auch diese Online-Überprüfungen jetzt ernster als noch ganz zu Beginn des Lockdowns. Auch wenn Online-Tests nicht die optimale Lösung sind und nicht immer die tatsächlichen Kompetenzen der einzelnen Schüler widerspiegeln, müssen Lehrer auf diese Weise bewerten. Es ist für die Lehrpersonen auch schwer einzuschätzen, wie viel Zeit Arbeitsaufträge oder Lernen wirklich in Anspruch nehmen. Hier zeigen sich viel deutlicher als im Präsenzunterricht die verschiedenen Leistungsniveaus in den Klassen. Viele Schüler klagen auch über eine unverhältnismäßige Menge an Aufgaben, andere kommen wiederum gut zurecht, manche fühlen sich unterfordert. Ich fühle mich zurzeit nicht wirklich gestresst und auch nicht überlastet. Die Mengen an Hausaufgaben und auch Tests und so weiter sind eigentlich schon akzeptabel, weil es einfach ganz normal auch sonst, auch wenn wir in Präsenz wären, hätten wir auch Aufgaben und Tests bekommen und auch sonst würden wir gestresst sein. Es kommt nur hinzu, dass eben dass die soziale Komponente fehlt und dass
gibt, glaube ich, diesen Eindruck, dass man gestresst ist. Man kann nicht mehr reden mit seinen Freunden, man kann seine Probleme nicht mehr teilen. Und ja, ich glaube, das ist, was viele als Stress bezeichnen. Aber was macht diese Krise mit uns? Wird die Krise auch Positives bewirken? Wird die Generation C durch die Krise stärker und resilienter? Ich bin der Überzeugung, dass diese Krise aus uns allen psychisch besser gerüstete Menschen macht. Machen muss. Es geht nicht anders. Und einige werden die Krise schlecht überstehen, andere werden vielleicht die Krise gar nicht überstehen, vor allem ältere Menschen. Aber diejenigen, die das schaffen, sind einfach besser vorbereitet auf weitere Krisen, auch ganz anderer Art. Das muss jetzt nicht eine gesundheitliche sein. Wir kennen ja viele persönliche Schwierigkeiten, wir kennen viele Konflikte im beruflichen Leben. All das macht was mit uns. Und wenn wir die jetzige schwere Zeit überstehen, überstehen wir anderes, was weniger dramatisch und weniger weltweit ist, durchaus viel besser. Was von der Schule geblieben sind, sind Stress und Leistungsdruck. Was in der Schule Spaß macht, fällt weg. Miteinander lachen, sich über Privates austauschen, aber auch sich gegenseitig unterstützen und helfen, ist nur mehr eingeschränkt möglich. Die Jugendlichen sehnen sich nach Normalität. Wenn ich jetzt 3 Wünsche frei hätte, dann würde ich als allererstes mich mit einer großen Gruppe von Freunden treffen. Zweitens, ich würde wieder Musikprobe gehen. Und drittens, ich würde mir wünschen, einfach meine beste Freundin zu umarmen und keine schrägen Blicke zu bekommen. Die Krise ist bald vorbei. Sehen wir optimistisch in die Zukunft. Alles wird gut.